Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend. Die Friedensgespräche zwischen Ägypten und Israel werden aller Voraussicht nach am 12. Oktober in Washington geführt. Das ist ein Ergebnis der Besprechungen zwischen dem ägyptischen Staatspräsidenten Sadat und dem amerikanischen Sonderbeauftragten Atherton in Kairo. Atherton war zuvor in Jerusalem gewesen. Ursprünglich hatte man angenommen, dass das Treffen entweder in Ismailia oder in Beersheba stattfinden werde. Auch bei den kommenden Verhandlungen will der israelische Ministerpräsident Begin den arabischen Forderungen in der Westjordanien-Frage nicht zustimmen. In einem Zeitungsinterview bekräftigte er heute, dass ein Palästinenserstaat an den Grenzen seines Landes für ihn undenkbar sei. Um die unnachgiebige Haltung der arabischen Staaten zu stärken, hat sich der Irak heute bereit erklärt, Truppen zum Kampf gegen Israel nach Syrien zu entsenden. In einer Verlautbarung wird Syrien aufgefordert, den, wie es heißt, historischen Schritt des Irak gutzuheißen und sich auf eine Stationierung irakischer Truppen auf seinem Gebiet einzurichten. Der jordanische König Hussein bereist an diesem Wochenende die arabischen Golfstaaten, je vor seinen ersten Gesprächen in Saudi-Arabien. Offenbar will Hussein die gemäßigten Führer zu einer gemeinsamen Haltung gegenüber den Vereinbarungen von Camp David bringen. Wenn deren einziger Erfolg ein israelisch-ägyptischer Separatfrieden sei, warnte Hussein vor amerikanischen Journalisten, dann drohten im Nahen Osten schwerwiegende Umwälzungen. Er schloss auch einen erneuten Ölboykott nicht aus. Die Golfstaaten gehören zu den arabischen Ländern, die die Vereinbarungen von Camp David für unzulänglich halten, sich aber nicht der Ablehnungsfront angeschlossen haben. Der ägyptische Staatschef Sadat richtete heute eine Botschaft an König Hussein, in der er seine Haltung zu den Ergebnissen des Gipfeltreffens von Camp David erläutert. Ein ähnliches Schreiben schickte er auch dem sudanesischen Präsidenten Numeri. Numeri traf heute zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in der Bundesrepublik ein. Der syrische Staatschef Assad ist heute Mittag in Ost-Berlin eingetroffen, wo er auf dem Flughafen von DDR-Staats- und Parteichef Honecker begrüßt wurde. Assads Reise in die DDR folgt eine Woche nach dem Gipfeltreffen der arabischen Ablehnungsfront in Damaskus. Hier hatten die Gegner der ägyptisch-israelischen Vereinbarungen eine stärkere Anlehnung an die Sowjetunion und deren Verbündete beschlossen. Assad erwartet von der Regierung in Ost-Berlin Unterstützung für die arabische Forderung nach einem Rückzug Israels aus allen besetzten Gebieten und nach einer Verwirklichung der Rechte der Palästinenser. Die israelische Marine hat einen Angriff von Palästinensern auf die Hafenstadt Eilat vereitelt. Wenige Kilometer südlich von Eilat brachte sie ein Boot auf, das mit Sprengstoff und Raketen beladen war. Das Boot wurde versenkt, die Besatzung festgenommen. Es handelt sich um 7 Mitglieder der Organisation El Fatah. Der gestern vereinbarte Waffenstillstand in der libanesischen Hauptstadt Beirut hat nur knapp einen Tag gedauert. Die Aussichten auf einen Frieden sind jetzt schlechter denn je. Schon gestern hatte Syrien die Anregung von US-Präsident Carter für eine internationale Friedenskonferenz über den Libanon abgelehnt. Auch der Führer der konservativen Christen, Shamoun, ist nicht zu Kompromissen bereit. Die christlichen Milizen, so erklärte Shamoun heute, würden so lange kämpfen, bis der letzte syrische Soldat den Libanon verlassen habe. Neue Kämpfe haben heute in Beirut die Hoffnung auf einen zumindest zeitweisen Frieden zunichte gemacht. Die Auseinandersetzungen gestern gelten als die stärksten seit dem Bürgerkrieg vor fast 2 Jahren. Die Zahl der Todesopfer steht noch nicht fest. Zum ersten Mal sprach das Oberkommando der arabischen Friedenstruppe, der hauptsächlich Syrer angehören, von schweren Verlusten. Es wird vermutet, dass unter den Libanesen mindestens 70 Menschen getötet und 300 verwundet wurden. In den umkämpften christlichen Stadtvierteln wagten sich die Menschen in den Morgenstunden wieder auf die Straße. Die SALT-Gespräche zwischen den USA und der Sowjetunion, also die Verhandlungen für einen neuen Vertrag über die Begrenzung der strategischen Rüstung, sind offenbar in ihrer entscheidenden Phase. Der sowjetische Außenminister Gromyko, der in den USA während der letzten Tage insgesamt 12 Stunden verhandelte, sprach von gewissen Fortschritten. US-Außenminister Vance rechnet noch in diesem Jahr mit der Unterzeichnung eines neuen Abkommens. Die Gespräche sollen Mitte Oktober in Moskau weitergehen. In Washington hieß es, 95% der Vertragspunkte seien inzwischen abgehakt. Noch offen seien die Probleme um den sowjetischen Bomber mit der NATO-Bezeichnung Backfire und den amerikanischen ferngesteuerten Flugkörper Cruise Missile. Ungeachtet der Fortschritte bei den SALT-Verhandlungen hat der amerikanische Senat gestern grünes Licht für den Bau der umstrittenen Neutronenwaffe gegeben. Er bewilligte rund 3 Milliarden Dollar, das sind etwa 6 Milliarden Mark für neue Kernwaffen. Darin enthalten sind auch die Mittel zur Herstellung der modernen Strahlenwaffe. Ob sie jedoch produziert wird, hängt von Präsident Carter ab. Er hat die Entscheidung darüber im Frühjahr in der Hoffnung zurückgestellt, von den Sowjets Zugeständnisse in wichtigen politischen Bereichen, zum Beispiel in der Abrüstung, zu erhalten.
Mehrere hunderttausend Menschen haben inzwischen von dem verstorbenen Papst Johannes Paul I. Abschied genommen. Seit gestern ist der Leichnam vor dem Hochaltar im Petersdom aufgebaut. Heute in der Peterskirche ist der Strom der Besucher den ganzen Tag nicht abgerissen. Es ist nicht nur Trauer, welche die Menschen bewegt, sondern auch eine tiefe Betroffenheit, einen Papst verloren zu haben, der in seinem kurzen Pontifikat neue Hoffnungen geweckt hat. Sein Nachfolger wird es nicht leicht haben, denn er wird an ihm gemessen. Durch seine unnachahmliche Vertraulichkeit hat Johannes Paul I. die Herzen der Menschen gewonnen. Hier vor dem gewaltigen Baldachin Berninis wird Johannes Paul I. bis zur feierlichen Beisetzung am Mittwochnachmittag aufbewahrt sein. Wie vor einigen Wochen erst blieb auch heute Mittag um 12 Uhr wieder jenes Fenster im Apostolischen Palast geschlossen, aus dem der Papst sonst jeden Sonntag seinen Segen spendet. Nur die Totenglocken läuteten eine Viertelstunde lang. In 2 Wochen, schon am Sonntag, den 15. Oktober, wird hoch am Giebel der Sixtinischen Kapelle wieder das erste Rauchzeichen zu sehen sein. Der kleine Kamin ist vom letzten Konklave noch nicht abmontiert. Im Vatikan rechnet man wieder mit einem kurzen Konklave, da sich dieses Konklave so eng an das vorhergehende anschließt. Es ist fast eine Fortsetzung. Auch die Grundvorstellung des Kollegiums der Kardinäle ist geblieben. Es soll ein Seelsorger sein, ein pastoraler Papst also und auch ein Italiener. Ein Mann auch vielleicht, der wie Johannes Paul zu jenen gehört, die der Logik des Herzens mehr vertrauen als der kühlen Vernunft. Die Schweizer Nationalbank will den Höhenflug des Franken stoppen. Sie beschloss heute in Zürich eine Reihe währungspolitischer Schritte mit dem Hauptziel, den überhöhten Wert gegenüber der D-Mark abzubauen. Der Kurs soll sich wieder so einpendeln, dass für 100 Mark deutlich mehr als 80 Franken gezahlt werden. Eine gute Grundlage dafür, so hieß es in Zürich, sei die ähnliche wirtschaftliche Situation in beiden Ländern, wie zum Beispiel die geringe Teuerungsrate. Die Nationalbank will unter anderem an den Devisenmärkten energischer eingreifen. Außerdem sollen die Zinsen auf niedrigem Niveau bleiben, um die Anziehungskraft des Schweizer Franken zu vermindern. Die Freien Demokraten haben sich heute zum ersten Mal in die Diskussion um den nächsten Bundespräsidenten eingeschaltet. Auf einem Landesparteitag in Saarbrücken sagte der FDP-Vorsitzende Genscher, seine Partei habe bislang jenes Maß an Zurückhaltung geübt, das dem Amt des Staatsoberhauptes zukomme, sei jetzt aber durch die anderen Parteien zu einer Stellungnahme gezwungen worden. Wir Freien Demokraten sind dafür, dass Walter Scheel auch in den kommenden 5 Jahren Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland ist. Es wäre ein Gewinn für unser Land, wenn sich Walter Scheel im Bewusstsein einer sicheren Mehrheit ein zweites Mal zur Wahl als Staatsoberhaupt stellen könnte. Bei der Wahl des Bundespräsidenten, meine Damen und Herren, muss das Wohl des Landes und muss der Wille der Bürger über parteipolitische Interessen gestellt werden. Zufrieden haben sich heute die höchsten Repräsentanten der Bundesrepublik über die Entwicklung der Demokratie in unserem Land geäußert. Bei einer Diskussion der Theodor-Heuss-Stiftung in der Evangelischen Akademie Tutzing saßen Bundespräsident, Bundeskanzler, Bundestagspräsident und der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes zum ersten Mal gemeinsam auf einem öffentlichen Podium. Der Tagungssaal der Evangelischen Akademie in Tutzing platzte schier aus allen Nähten, als man die Zukunft der Demokratie mit den 4 diskutierte. Allerdings, ein Gespräch mit dem Bürger, wie angekündigt, wurde es nicht. Nur 12 auserwählte Diskussionsteilnehmer bekamen die Chance, Fragen zu stellen. Fragen, die in vorausgegangenen Arbeitskreisen zusammengestellt wurden. Vielleicht machen wir nicht alles richtig. Weiß Gott, machen wir nicht alles richtig. Was die Entfaltung der Demokratie angeht, aber es ist doch kein Grund, sie insgesamt negativ zu beurteilen. Man darf von einer Demokratie nicht zu viel verlangen. Die Demokratie ist mit unsäglichen Geburtsfehlern behaftet, die unbehebbar sind. Zum Beispiel mit dem Geburtsfehler, dass nicht derjenige Recht kriegt, der Recht hat, sondern dass derjenige Recht kriegt und Recht setzen kann, der die Mehrheit hat. Zum Beispiel mit dem zweiten unbehebbaren Geburtsfehler, dass in der Demokratie derjenige berufen wird zum Bundespräsidenten oder zum Abgeordneten oder zum Minister, nicht der Beste ist, sondern den die anderen für den Geeignetsten halten. Und damit sie ihn für den Geeignetsten halten, macht er sich ihnen angenehm. Zu einer Kontroverse führte das Diätenurteil des Bundesverfassungsgerichtes. Schmidt forderte die Verfassungsorgane zur Selbstbeschränkung auf. Benda erwiderte,
Es gehöre nicht zu den Aufgaben des Regierungschefs, dem Gericht Zensuren zu erteilen. Ich glaube nicht, Herr Bundeskanzler, dass allgemein gesprochen Ihre These, Verfassungsorgane sollten doch nicht ihre Kompetenz bis an den Rand ausüben wollen, verfassungsrechtlich haltbar ist. Ich glaube, jedes Verfassungsorgan hat die ihm auferlegten Rechte und Pflichten wahrzunehmen, mehr nicht, aber auch nicht weniger. Scheel sprach vom Unbehagen der Jugend. Gerade Sie würden zweifeln, dass die Parteien möglicherweise nicht in vollem Umfang geeignet seien, ihre Aufgaben in Zukunft wahrzunehmen. Aber nichts ist so gut, dass man es nicht verbessern könnte. Die Demokratie ist immer auf dem Wege zu sich selbst. Sie kann nicht vollkommen sein. Wenn jemand einmal behaupten würde, die Demokratie, in der wir leben, ist vollkommen, dann wäre das das Ende der Demokratie. Dann wäre das das Ende der Bereitschaft zur Verbesserung unseres Gemeinwesens. Vor einer zunehmenden Gesetzesflut warnte Bundestagspräsident Carstens. Er verlangte, Gesetzesvorhaben auf ihre Kosten und die Belastung für Bürger und Verwaltung zu prüfen. Und uns im Voraus zu fragen, was bringt dieses Gesetz an Nutzen? Und ich unterstelle, dass das bei jedem Gesetz oder mindestens bei den meisten der Fall ist. Aber uns auch zu fragen, wie groß ist die Belastung, die mit diesem Gesetz für den Bürger, für die Verwaltung, für das Gemeinwesen verbunden ist. Und sollten wir zu dem Ergebnis kommen, dass die Belastung größer ist als der Nutzen, dann sollten wir davon Abstand nehmen, das Gesetz zu erlassen. Ist das Datenschutzgesetz verfassungswidrig? Über diese Frage diskutierten am Wochenende in Bonn Mitglieder der neu gegründeten Deutschen Vereinigung für Datenschutz mit Vertretern der Bundesregierung und der Behörden. Die Privatsphäre der Bürger vor Datenmissbrauch zu schützen und durchschaubar zu machen, was bei Behörden und in der Wirtschaft mit gespeicherten persönlichen Daten geschieht, ist das erklärte Ziel der Deutschen Vereinigung für Datenschutz. Denn Misstrauen gegenüber den Anwendungspraktiken des Datenschutzgesetzes scheint ihr vonnöten. Die kurze Geschichte des Datenschutzes hat deutlich gemacht, dass es den meisten Mächtigen bei uns wohl gar nicht so sehr um das Wohl der Bürger als vielmehr um die Vermehrung ihrer auf Datensammlungen gestützten Informationsmacht geht. Wie man neben der Diskussion über Umweltschutz und Kernenergie die betroffenen Bürger auch für das Thema Datenschutz interessieren könnte, darum ging es bei einer Podiumsrunde. Denn nur die wenigsten Bürger wissen etwas darüber, wie viel andere über sie wissen. Skandale machen Bewusstsein. Das ist sicher eine Tatsache, eine Erfahrungstatsache. Und man könnte also sagen, wenn wirklich ständig schwere Verletzungen von Datenschutzvorstellungen, Datenschutzrecht, der Verfassung geschähen, müsste längst Datenschutz das Thema Nummer eins in unseren Gazetten und im Rundfunk und Fernsehen sein. Bisher, so wurde festgestellt, wissen nur 12% der Bundesbürger, worum es beim Datenschutz eigentlich geht. Bei der Schachweltmeisterschaft in Baguio auf den Philippinen hat der Herausforderer Kortschnoi heute die 28. Partie für sich entschieden. Kortschnoi errang damit seinen dritten Sieg, doch hat Titelverteidiger Karpow bereits 5 Partien gewonnen und braucht nur noch einen Sieg, um die Weltmeisterschaft zu behalten. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 2. Oktober. Das heutige Satellitenfoto zeigt die spiralförmige Wolkenanordnung des Tiefs über Norddeutschland. Dieser Tiefdruckwirbel zieht unter Abschwächung südostwärts und verbindet sich mit dem Tiefdrucksystem über dem Mittelmeer. Mit einer nordöstlichen Luftströmung wird zunächst noch feuchtkalte, dann etwas trockenere Polarluft herangeführt. Die Vorhersage für morgen. Im Süden veränderliche, vielfach starke Bewölkung mit einzelnen Regenfällen, oberhalb 1200 Meter in Schnee übergehend. Sonst wechselnd wolkig, im Norden zeitweise heiter und überwiegend trocken. Tiefstemperaturen 7 bis 2 Grad, örtlich bei aufklaren Bodenfrost. Höchsttemperaturen plus 8 bis 13 Grad. Schwacher, tagsüber vielfach mäßiger, an der See stärker Nordostwind.